Worin besteht das Innovative und Experimentelle an diesen Projekten? Wir haben hier besondere Wohnformen, also das nennt sich Clusterwohnen, also Wohngruppen werden hier organisiert. Sie haben es schon bemerkt, knapp 90 Wohnungen, 200 Plätze, heißt, da wohnen Menschen zusammen in Wohngruppen. Clusterwohnungen bedeutet, dass die Studierenden die Möglichkeit haben, vom Einzimmer-Apartment bis zur 7er WG in Gemeinschaft zu leben. Allen Wohnformen ist gemein, dass die Gemeinschaftsräume wie Küchen, Aufenthaltsbereiche, Fitnessräume eben allen zur Verfügung stehen. Das sorgt dafür, dass die Fläche, die man individuell für sich zur Verfügung hat, relativ überschaubar ist. Aber dadurch, dass sich, wie gesagt, alle überschneidenden Flächen in der Gemeinschaft befinden, einfach dennoch genug Raum vorhanden ist. Warum wir hier besonders an Studierendenwohnungen interessiert sind, liegt eigentlich auf der Hand. Wir haben hier um die Ecke den Beuth Campus. Das ist eine Fachhochschule mit jeder Menge verschiedenen Studiengängen, die stark expandiert und deshalb ja auch ein Standbein in Tegel bekommen soll, aber hier eben mit ihren Hauptinstitutionen am Standort Wettingen verbleiben wird. Und damit wir hier dann auch für die Studentinnen und Studenten der Zukunft eine Unterkunft anbieten können, ist das hier genau richtig. Das klassische Studentenwohnen ist bei uns eine große Herzensangelegenheit und wir werden das sehr intensiv weiterverfolgen. Wir haben mehrere größere Projekte in der Pipeline. Das hier ist jetzt der Anfang. Berlin ist ja sowieso eine großartige Stadt, wissen wir, wissen inzwischen auch andere. Deshalb wächst die Stadt in einem unglaublichen Tempo. Deshalb bin ich sehr froh, dass die Städtischen beim studentischen Wohnraum mitmischen. Sie haben sich ja vorgenommen, 2500 Plätze insgesamt zu errichten in einem Programm von 5000. Und da ist dieses Projekt hier natürlich ein wichtiger Meilenstein.